Dieses freundliche Gesicht, das wird uns ab 2020 auf den deutschen Straßen begegnen und damit herzlich willkommen in Detroit. Das hier ist der VW ID Buzz, wobei Buzz in diesem Fall mit B-U-Z-Z geschrieben wird. Aber man ahnt es schon, es ist eine kleine Anlehnung an den Bus, nämlich an den legendären Samba-Bus. Nur der hier ist deutlich anders als der Samba-Bus, das früher mal war, denn der hier wird rein elektrisch fahren und er wird auch autonom fahren können. Es wird das dritte Auto der ID-Serie sein und 2022 dann eben als dritte Version auf den Markt kommen, nachdem erst der Kompakte gekommen ist, dann ein SUV und dann eben dieser Bus. Wollen wir noch mal gucken, was der so kann. Also eins kann man schon mal klar sagen, in der Zukunft sind Spiegel definitiv out. Das wird alles über Kameras gelöst. Und dazu braucht man natürlich auch an jedem Zukunftsauto eine sexy Einstiegsprozedur. In diesem Fall wischt man mit seiner Hand einfach unten lang, die Tür geht auf und man kann einsteigen. Dank der Tatsache, dass der Elektroantrieb unten im Boden verbaut ist, hat man hier unheimlich viel Platz. Also da ist richtig viel Raum auch im Fußraum. Dann drückt man hier einmal aufs Lenkrad, das Lenkrad kommt mir entgegen und dann kann ich theoretisch losfahren. Alles, was ich einstellen möchte, wie zum Beispiel hier auf den Drive-Modus, kann ich über dieses berührungsempfindliche Lenkrad machen. Ich habe dann zusätzlich noch hier ein Tablet, mit dem kann ich eben alles andere machen, wie Klimaanlage steuern oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt aber nicht mehr selber fahren möchte, sondern ich sage mir, das Auto soll das in Zukunft machen, dann fährt das Lenkrad wieder zurück. Dieses wundervolle Gerät hier in der Mittelkonsole kann dann nach hinten fahren. Ich werde dann wahrscheinlich auch meinen Sitz umdrehen können. Und dann kann man ja eine Runde Skat kloppen zum Beispiel mit den Mitfahrern. Vielleicht dann mit virtuellen Karten. Das ist dann der Vorteil von diesem wundervollen Konzept. Man kann nämlich einfach mal den Fahrersitz umdrehen und dann sich sehr schön unterhalten. Man hat hier diesen kleinen Tisch dann eben in der Mitte. Und insgesamt passen da in diesen Kofferraum 660 Liter rein. Aber diese Rückbank ist natürlich auch verschiebbar. Und dann, wenn man das ganz nach vorne schiebt alles, kann man 4600 Liter Milch zum Beispiel kaufen und die da reinstecken. Sensationell, oder? Ich möchte noch mal zu dem kommen, was hier unter der Haube steckt, nämlich nochmal 200 Liter Kofferraumvolumen. Ja, der hat natürlich hier vorne keinen Motor mehr. Antriebsstrang ist ja komplett unten. Der hat zwei Elektromotoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse und insgesamt sollen die 374 PS leisten. Achtung nochmal, 374 PS. Das ist, weiß ich nicht, Porsche Cayman GTS Niveau oder sowas in der Richtung. Also Wahnsinn für so einen VW-Bus eigentlich. Jetzt denkt man, sensationell, damit schieße ich an der Ampel los, weil ich richtig viel Drehmoment habe. Aber leider Gottes auf der Autobahn geht ihm dann die Luft aus, nämlich bei 160. Da ist er abgeregelt. Schade an sich. Na gut, trotzdem hat er einen sehr großen Vorteil, nämlich 600 Kilometer Reichweite. Die gibt VW für dieses Auto an. Und ich sag mal, im Jahr 2020 ist das ja auch durchaus realistisch. Und da kann ich mir dann auch schon wieder vorstellen, dass der bei mir dann im Parkhaus auch einen Platz findet.